Wenn du ein kleines, dünnes, intelligentes Kerlchen bist, ist es viel sinnvoller, wenn ein Möbelpacker dir deine schweren Getränkekisten nach oben trägt und du ihm dafür bei der Steuererklärung hilfst, als wenn du dem starken Möbelpacker seine Getränke hochträgst und er dir versucht, deine Steuererklärung zu machen. Aber in unserer Gesellschaft, da wird von jedem erwartet, dass er in allem gut ist und immer wieder auch auf die Schwächen fokussiert. Und heute ändern wir das gemeinsam. Guten Morgen, du Lebensoptimierer. Ich bin Samu und begleite dich in deinem Leben. Ich stelle dir heute eine Einteilung von 7 Stärketypen vor, um dass du einmal in deinem Leben genau erkennst, endlich Klarheit hast, welcher Typ du bist und das entsprechend nutzt. Unsere Gesellschaft ist darauf ausgelegt, dass wir unsere Schwächen überwinden. Denn anstatt dass wir an unseren Stärken arbeiten, wird zum Beispiel in der Schule, wenn du schlecht in Mathe bist, oder deine Eltern sagen dann meist, du musst zur Mathe-Nachhilfe. Der Lehrer sagt Mathe-Nachhilfe, weil du in Mathe schlecht bist. Oder bist du unsportlich in deinem Leben, auch außerhalb der Schule, du sagst, oh, ich muss ins Fitnessstudio, bin unsportlich. Hast du Angst vor Schlangen? Dann sagt man, okay, ich muss zur Therapie, das ist nicht normal, was auch immer. Wäre es nicht viel sinnvoller, einfach die Zeit, die du mit Therapie oder Nachhilfe oder Fitnessstudio nutzt, um deine Schwächen zu besiegen, zu nutzen, deine bereits vorhandenen Stärken weiter auszubauen? Weil das geht meistens ganz einfach und macht viel mehr Spaß, weil du dafür eine stetige Anerkennung bekommst und anderen viel besser helfen kannst und nicht ständig frustriert bist, weil du so schlecht in dem bist, was du tust. Praktisch bedeutet das, habe ich Angst vor Schlangen, bin aber mathematisch begabt, dann lebe ich dort, wo keine Schlangen sind und wo es völlig egal ist, ob ich Angst vor Schlangen habe und damit ja, irgendeine Schwäche. Die kommen dann einfach nicht zum Tragen und fördern einfach meine mathematischen Fähigkeiten, wo ich beruflich vielleicht erfolgreich sein kann. Spezialisierung macht in einer immer weiter vernetzten Welt total Sinn. Also Fokus auf deine Stärken und dann dort wirklich emporragen und nicht versuchen, ja, der perfekte Hausmann, der liebevolle Papa, der erfolgreiche Banker, der fürsorgliche Freund, der gut aussehende Bodybuilder, die smarte Chemikerin und so weiter zu werden. Na, alles auf einmal. Eine Sache und dort brillieren. Es wird natürlich immer Menschen geben, die einen auf deine Schwächen aufmerksam machen. Ja, die dich da immer wieder da drauf drücken. Einfach, weil sie sich dann selber besser fühlen. Schau dich zum Beispiel bei YouTube um. Hater, Besserwisser an jeder Ecke. Auch unter jedem Video in den Kommentaren findet ihr es bei den meisten Kanälen. Da musst du auch daran arbeiten, dich nicht davon beeindrucken zu lassen, wenn dich die Leute immer wieder auf deine Schwächen hinweisen. Du kennst das garantiert auch, dass irgendeiner meint, über dich urteilen zu dürfen. Aber dass dich das juckt, dass du da irgendwie mehr negative Gefühle hast, das musst du auch ablegen. Und dazu gibt es schon andere Videos, welche ich dir hier auch am Ende dieses Videos auch verlinken werde. Das ist ein anderes Thema. Und das kannst du dann eben auch viel einfacher, wenn du neben dem Wissen, wo deine Stärken an sich liegen, auch deinen Stärketyp kennst und dich nicht nur auf das Was konzentrierst, also was du kannst, sondern auch wie du das umsetzt und auf was du aufpassen musst. Und da kommen wir konkret mal zu diesen 7 Typen, wie du deine Talente, deine Stärken am besten entwickelst und eben auch damit im Alltag umgehst. Ich habe dir unten ein gutes Buch verlinkt, wo einige Typen, die recht ähnlich sind zu der Einteilung, die ich heute gemacht habe, auch enthalten sind, da noch ein bisschen konkreter und tiefer besprochen werden, wenn du da intensiver reingehen willst. Du stehst auf und willst sofort was machen. To-Do-Listen abhaken, anstatt zu frühstücken. Du willst jeden Tag was erreichen im Leben und bist nur damit zufrieden. Irgendwelche Lorbeeren und Lobhudelei, das nimmst du gerne mit, sagst, ah, oh ja, danke, aber du brauchst es nicht. Du willst einfach nur schaffen, schaffen, schaffen. Das ist das Wichtigste. Dieser Typ ist der perfekte Selbstständige, da er sich selbst jeden Tag aufs Neue motivieren kann, beziehungsweise das in ihm schon drin ist und ständig neue Herausforderungen sucht. Er muss aufpassen, dass er sich nicht überfordert und
hat immer wieder Probleme damit, dass er den Fokus auf Quantität, viel, viel schaffen, als auf die Qualität hat. Dieser erste Typ bin zum Beispiel auch ich. Es ist auch kaum so, dass man nur absolut ein Typ ist. Oft sind es Mischformen, jedenfalls was den Typ angeht. 3 Jahre lang habe ich jeden Tag ein Video gemacht und dafür den ganzen Tag recherchiert und ja, gearbeitet. Du kennst meine ersten 2 Jahre von 2014, 2015. Nun mache ich nur noch 3 Videos. Und also in der Woche. Und die Qualität steigert sich immer weiter. Visuell, auditiv, vor allem strukturell. Und das habe ich dabei gelernt. Es ist wichtig zu wissen, neben den individuellen Talenten, was meine Extrovertiertheit angeht, vielleicht meine Kommunikation, mein Denken, ne, was für ein Stärketyp man ist, um effektiv zu leben. Also erster Typ, das leistungsorientierte Arbeitstier. Aufpassen auf Qualität und nicht überfordern. Zweiter Typ, harmoniebedürftige Schmusebären. Brauchst du unbedingt eine friedliche und ausgeglichene Umgebung und du möchtest nicht alleine, sondern am liebsten mit anderen gemeinsam Ideen entwickeln, ohne in Streit zu geraten und gemeinsam Verantwortung tragen und lieber etwas halbwegs Passendes, Gemeinsames in Frieden machen, als deine eigenen Vorstellungen unbedingt 1:1 durchzusetzen. Dann ist es wichtig, dass du Berufsfelder wie den Verkauf oder generell die freie Wirtschaft meidest, wo immer Konkurrenz und Ellenbogen zugegen sind. Ganz wichtig. Auch Politik, wo niemals Harmonie stattfindet. Oder auch Ernährungsvideos. Das ist dann eher nichts für dich. Gemeinschaftlicher Ponyhof oder Betreuungsaufgaben, das ist genau das, was du tun solltest. Entsprechend deinen Stärken, die musst du natürlich rausfinden. Aber dann, wenn du dieser Stärketyp bist, musst du unbedingt darauf achten, auf eine schöne Umgebung und auch auf Situationen. Wenn dein Partner gerade voll gestresst von Arbeit kommt, dann musst du diese Situation beachten und kannst nicht immer auf Harmonie bestehen. Harmonieorientierte Menschen sehen auf die Situation nicht. Die sehen immer nur, es muss Harmonie sein. Und so verschlimmert sich dann deine Lebenssituation immer wieder. Ganz wichtig, wenn du ein harmoniesüchtiger Schmusebär bist, ist neben der sinnvollen Berufswahl eben immer der volle Fokus auf die konkrete Situation. Das jetzt, um dein Leben zu boosten und nicht unterzugehen. Nur weil du sagst, oh, es ist nicht harmonisch, verlierst alles aus dem Blick. Das jetzt fokussieren. Dritter Stärketyp. Verantwortungsbewusste Pflichterfüller. Ähnlich wie die Schmusebären, voll auf Gemeinschaft getrimmt. Aber sie wollen gebraucht werden und Pflichten erfüllen. Sie reißen sich ein Bein heraus für andere und lassen niemals einen Freund oder die Familie im Stich. Sind aber nicht so auf die Harmonie angewiesen. Sie sind einfach so die Pflichterfüller. Sie lügen nicht und wenn sie Fehler machen, ja, dann nehmen sie gerne die Schuld auf sich und sagen, ja, das ist mein Fehler, ich mache noch mehr. Beruflich sind sie sehr gut, sowohl in einfachen, dienenden Tätigkeiten der gesellschaftlichen Mittelschicht, als auch in vermittelnden Berufen, wie so Schlichter oder eben der Vermittler, in welcher Rolle auch immer. Sie sind Menschen, die nicht wirklich ein großes Ego haben, aber sie sind wirkliche Arbeitstiere. Sie neigen aber ähnlich auch wie Typ 1 dazu, sich oft zu übernehmen. Und darauf müssen diese Menschen insbesondere achten. Ansonsten leben sie generell sehr zufrieden und fühlen sich eigentlich in vielen Situationen wohl. Weil so ein Pflichterfüller, der kommt immer irgendwie unter. Aber sie dürfen sich nicht zu sehr von der Individualismusströmung beeinflussen lassen und sich ihren 9-to-5-Job oder ihre einfache Tätigkeit schlecht reden lassen. Das ist ganz, ganz wichtig für diese Menschen. Der vierte Typ, der prinzipientreue Traditionalist. Von anderen oft als stur, rückständig und starrsinnig wahrgenommen. Ihr Fokus ist auf den Erhalt gerichtet und stets nach hinten gerichtet. Der dogmatische Rohköstler, der zudem noch eine rechte politische Ansicht hat, ist das perfekte Beispiel dafür. Ich kann damit persönlich auch wenig anfangen. Also mit dem Rohkost schon eher, mit der rechten Ansicht nicht so. Aber es gibt diesen Typ und auch der soll in diesem Video genannt werden. Und eventuell bist du dieser Typ und auch dir möchte ich helfen, dein Leben zu optimieren.
Für Menschen, die starke, starre Prinzipien haben, ist es für ihr Ego, um effektiver durchs Leben zu kommen, leider nicht wichtig, lockerer zu werden. Relax doch mal ein bisschen. Ganz falscher Ansatz. Ne? Das schaffen sie meist nicht. Sie müssen sich zu 100% nur in diesen Kreisen bewegen und die Arbeit machen, die ihren Prinzipien entspricht. In diesem kleinen, engen Kreis. Und dort wachsen diese dann über sich hinaus und haben so eine unglaublich heftige Kraft und ein Engagement, dass sie Dinge leisten können, was anderen verwehrt wird. Aber sie müssen in diesem kleinen Kreis bleiben. Aus ihrer Sicht sollten sie keine Energie verschwenden, ihr Bewusstsein zu öffnen, sondern einfach in ihrem Dunstkreis bleiben. Und auch nicht ihre Energie verschwenden, Kanäle, YouTube-Kanäle zu schauen oder in irgendwelchen Gruppen zu gehen, wo es um Bewusstheit geht. Ganz ehrlich, es fällt mir unglaublich schwer, diese Worte zu sagen, weil ich mit diesem Menschentypus so gut wie keine Berührungspunkte habe. Auch wenn ich bei einigen Interessen oder Stärken oder wie man das auch diese, wie zum Beispiel die Rohkost, mit ihnen übereinstimme. Aber dieser Typ, dieser Traditionalist, ist nicht meins. Aber es gehört sich meiner Meinung nach dazu, einfach das anzuerkennen, dass es diese Menschen gibt und diese Menschen auch nicht auszugrenzen. Das passiert leider viel zu oft in unserem Land und so entsteht auch sowas wie die AfD. Unter den Anhängern gibt es so viele echt heftige Arbeiter, die zum Beispiel im Wahlkampf so unglaublich viel geleistet haben, wie kaum einer der etablierten oder auch der neuen Parteien. Zumindest in meinem Umfeld habe ich das beobachtet. Viele der AfD-Anhänger und AfD-Wähler sind richtig heftig, kräftig arbeitende Tiere. Und das ist also positiv gemeint. Die einfach wahnsinnig viel Energie haben und auch Energie zu geben haben. Und wenn wir diesen traditionellen Typus einfach, und da meine ich mich auch, mehr anerkennen und deren Wünsche nach Prinzipientreue und nach Tradition, dann kann diese Energie wirklich auch für die Gemeinschaft genutzt werden. Denn die, ja, Beispiel AfD, ne, das sind keine Menschen, die für die ist auch die Gemeinschaft wichtig. Und Tradition und Fortschritt, das ist auch vereinbar. Das ist vereinbar mit Respekt und Liebe. Davon bin ich ganz doll überzeugt. Lasst uns alle Typen respektieren und uns gemeinsam als Menschheit boosten. Und da kommt dann noch ein Typ, der wahrscheinlich für die meisten noch schlimmer daherkommt. Gibt's auch noch als der prinzipientreue Traditionalist. Und ich würde mich auch freuen, wenn du dann in die Kommentare schreibst, wenn du alle Typen gehört hast, was du für ein Typ bist. Und auch vielleicht, welchen Typ du am wenigsten magst. Würde mich persönlich mal interessieren. Kommen wir aber erst zu dem fünften Typ. Die ehrliche Autorität. Sehr dominante Menschen, die den Raum sofort mit ihrer Energie füllen. Sie sind weder zwingend Gemeinschaftsmenschen oder noch zwingend Einzelgänger. Sie können alles sein. Sie können auch mit beiden umgehen. Sie können sowohl alleine leben und sie können auch mit in einer Gemeinschaft leben, solange sie Autorität haben. Und daher sind sie oft unbeliebt, obwohl sie eine entscheidende und unglaublich kraftvolle Eigenschaft besitzen mit ihrer Autorität. Und sie besitzen meist eine zweite, sehr wertvolle Eigenschaft. Ehrlichkeit. Sie können andere, die dafür bereit sind, direkt ohne Umschweife den kürzesten Weg zum Erfolg zeigen. Weil sie ganz klar die Ehrlichkeit haben oder auch die Autorität, dass der andere sagt, oh, okay. Und sie selber an sich als Autorität haben auch kein Problem mit Kritik. Oft wird Autorität gleichgesetzt mit Sturheit. Aber Autorität ist nicht Sturheit. Denn dann reden wir nicht von Autorität, sondern dann reden wir eben von Sturheit. Wahre Autorität ist jemand, der deutlich mehr weiß oder deutlich mehr kann und sich dessen bewusst ist und nicht um den heißen Brei redet. Das ist Autorität. Viele denken, sie wüssten mehr. Auch hier ist wieder YouTube eine wunderbare Plattform, um das zu erkennen. Sie wären gerne eine Autorität und sie tun sich einen Doktortitel geben, den sie nicht haben oder setzen sich eine Brille auf, obwohl sie kein Brillenträger sind. Aber das sind einfach nur Besserwisser, das sind keine Autorität. Es fällt vielen Leuten schwer, Autoritäten auch anzuerkennen, weil ihnen einfach die Demut dafür fehlt. Eine ganz wichtige Persönlichkeitseigenschaft. Dabei sind die extremen Potenzialmultiplikatoren, die andere effizient anleiten können, eine unglaubliche Bereicherung für dein Leben. Wenn du selber zu den ehrlichen Autoritäten gehörst, dann werde auf jeden Fall Lehrer oder biete in irgendeiner Weise deinen Content an. Aufpassen musst du, dass du nicht ins Arrogante abdriftest
oder dich aufgrund deiner besseren Fähigkeiten generell als etwas Besseres fühlst und das dann ausstrahlst, dann musst du ein bisschen aufpassen. Dann erfährst du auch recht schnell sehr viel soziale Kälte. Und das tut keinem Menschen wirklich gut, auch der ehrlichen Autorität, ja, die werden auch dann darunter leiden. Kommen wir zu Typ 6, den wissenssuchenden Ideengenerator. Bist du immer auf der Suche nach neuem Wissen, egal aus welchem Bereich? Fährst du zum Beispiel mit dem Rad zu einer Messe über ein Thema, wovon du keine Ahnung hast, um dann nach einem Gespräch mit einem Radenthusiast nach der Messe dein komplettes Rad einfach mal auseinanderzubauen, weil du wissen willst, wie man es wieder komplett zusammenbaut. Erinnert dich das so ein bisschen an dich, so die Art? Dann kann ich dich sehr gut verstehen. Google und Wikipedia sind deine besten Freunde. Und du hast richtig Bock auf Neues und willst dann am liebsten alle hinderlichen Länder und Kulturgrenzen verschwinden lassen, um dass alle ihre Energie zusammenfügen und in den Fortschritt stecken. Das ist der wissenssuchende Ideengenerator. Das ist natürlich das perfekte Berufsbild, wenn du dort deine Stärken hast, für Forscher oder für Berater in irgendeiner Weise. Dort, wo du lebenslanges Lernen brauchst und auch genug Raum dafür hast, um diese persönliche Entfaltung sich vollziehen zu lassen. Ja, wo du deine Interessen oder generell das Interesse an allen koppeln kannst mit deinem Beruf. YouTuber ist der unter jungen Menschen am meisten gewünschteste Beruf, hat man jetzt herausgefunden. Bist du ein wissenssuchender Ideengenerator, dann kannst du definitiv auch mit YouTube dein Glück versuchen. Mein erster Workshop zum Thema Inside YouTube, wie du YouTube als Beruf durchführst, der ist jetzt leider schon vorbei, war sehr erfolgreich. Wir haben mich auf Facebook, Instagram verfolgt, da wir das gesehen haben. Der neue wird im Februar, März, April wahrscheinlich stattfinden, im selben Seminargebäude. Und ja, da freue ich mich schon, wenn du da kommen möchtest. Ja? Und diese Menschen haben auch ein Problem, sie sind schnell gelangweilt. Und deshalb sollten sie keinen Beruf wählen, der sie irgendwie bindet oder wo sie nicht ihre Flexibilität ausspielen können. Der letzte Typ, der 7., ist die kompromisslose Killermaschine. Das ist der vollkommen auf persönlichen Erfolg getrimmte, beinahe unmenschliche Typ, den wir ganz häufig in der oberen Management-Ebene wiederfinden. Und da gehören sie auch hin. Das ist der perfekte Beruf für dich. Persönliche Gefühle, wie die Gefühle anderer, die werden nicht beachtet, sondern diese Gefühle, seine eigenen wie auch die anderen, die werden ausgenutzt für maximalen Erfolg. Es geht nur darum, über andere zu dominieren, nicht durch Autorität, sondern Macht auszuüben. Ständig wird strategisch gedacht, wie man seine eigenen Bedürfnisse und seine eigene Macht maximieren kann. Das Bizarre ist, dass dieser so auf sein Ego gepolte Mensch, quasi der am stärksten in der Gesellschaft verankerte Typus ist, denn er ist ohne die Anerkennung der Gesellschaft quasi nicht lebensfähig. Und das ist der Unterschied zur Autorität. Er ist auch als Einzelgänger lebensfähig, er hat die Autorität. Er braucht aber nicht diese Macht über andere. Dazu gibt es ein schönes Gleichnis. Stell dir mal vor, im Dschungel begegnet dir auf der einen Seite so ein Tarzan-Typ. Kräftig, drahtig, schmutzig, nur einen Lendenschutz. Und auf der anderen Seite ein perfekt gestylter, mit Rolex-Uhr ausgestatteter Anzugträger im Dschungel. Du hast ein bisschen Hunger, ein bisschen Durst. Bei wem würdest du im Dschungel, in der Natur, ohne Gesellschaft, das Gefühl haben, dass du länger überlebst und bei diesen Menschen oder mit diesen Menschen ein Stück weit gehen im Dschungel? Alles Geld und dessen Macht sind wertlos ohne die Gesellschaft, die dieses akzeptiert. Wenn du lachst über einen Anzugträger und wenn das alle machen, dann trägt keiner mehr einen Anzug. Die kompromisslose Killermaschine ist wahrscheinlich der beste Stratege aller Typen und kann seine Ziele am effizientesten erreichen. Daher, wenn du so ein Typ bist, dann solltest du in Berufe gehen, die so ein, also zum einen auch ein hohes gesellschaftliches Standing haben, das wirst du dir automatisch raussuchen, und eben auch hohe Potenziale haben, aufzusteigen, dich durchzuboxen. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass es nur der Finanzmarktsektor ist, sondern man kann auch als Gesundheitsexperte bei YouTube, also in solchen Berufen, als kompromisslose Killermaschine Erfolg haben.
du musst halt immer einfach schauen, was ist das Beste. Und im Gegensatz zur die Dominanz der ehrlichen Autorität, die ehrlich, authentisch ist, aber eine Autorität hat, muss eine kompromisslose Killermaschine nicht unbedingt dominant auftreten. Die beiden werden total oft miteinander vermixt. Also die kompromisslose Killermaschine, das ist eher wie so ein Chamäleon. Die stellt sich einfach so dar, wie sie den maximalen Erfolg hat. Das bedeutet, ja, im Gesundheitsbereich angenehm, unaufgeregt, gut gepflegt, Standardfrisur, gute Manieren, kultiviert, meistens nur einen Expertenstatus durch Symbole und wie ich schon sagte, Doktor, weißer Kittel, Brille, irgendwie sowas und versucht möglichst wenig anzuecken und es einfach der Masse recht zu machen. Und so kannst du ganz schnell gut werden in diesem Bereich. Ne? Und da bist du ganz dezent, seriös, was als angenehm wahrgenommen. Ne? Dieser Typ muss wahnsinnig darauf Acht geben, dass er nicht komplett Sklave der Gesellschaft wird. Das würde ich ihm empfehlen, denn da weiß er gar nicht mehr, wer er eigentlich selber ist. Er muss beharrlich daran arbeiten, außer dem Erfolg auch mal sich selbst zu sehen und auch mal authentisch zu sein und das mal auszuprobieren, wie das ist, weil er so ein wenig auch ein bisschen Respekt gegenüber den Gefühlen von anderen hat. Das wären meine Vorschläge. So, das waren die 7 Stärketypen. Wenn du deine Stärken kennst und jetzt auch deinen Stärketyp, dann solltest du nun ganz genau wissen, worauf du achten solltest bei deiner Berufswahl, welche Probleme eventuell da sind und wo der Fokus bei dir darauf gelegt werden soll. Ich bin definitiv ein Mix zwischen Typ 1, 5 und 6 und mich interessiert auf jeden Fall, was bist du für ein Typ und welchen Typ magst du so gar nicht? Schreib das mal in die Kommentare, ich bin total gespannt und ja, wir sehen uns unten in den Kommentaren.